Rotwild gehört wirklich ja zu den besten Fahrradherstellern der Welt und das Fahrzeug hier präsentiert Rotwild in ganz Deutschland, so kann man es eigentlich sagen. Er hat ein Rotwild-T-Shirt an, er ist fast 2 Meter groß. Du kommst aus Österreich? Ich komme aus Österreich, ja genau. Ja. Genauer genommen hier aus Wels, also gleicher Ort wie die Easygoing-Jungs. So. Du hast dir von den Easygoing-Jungs was ganz Tolles einbauen lassen, da kommen wir gleich mal drauf. Du hast die 400. V-Klasse, glaube ich. nicht ganz, aber durch unsere Kooperation mit AMG hatten wir schon einige V-Klassen. Oh, ich zeige das mal gerade. Ist der gut, die V-Klasse? Weil ich sage mal, die einen sagen so, die anderen so. Ich finde, es ist der beste Van, den man sich eigentlich zurzeit noch vorstellen kann. Vielleicht für andere Einsatzzwecke nicht ganz diese Höhe, wie es bei Easygoing verbaut wird, aber für uns als Außendienstfahrzeug, um Fahrräder zu transportieren, definitiv das beste Fahrzeug. Gibt es eigentlich eine 1%-Regelung in Österreich? Ja, die gibt's. Das heißt, du musst den auch versteuern mit allem drum und dran. Der ist jetzt Darmstadt, der kennt seinen Firmenwagen. Du bist viel in Deutschland unterwegs? Ich bin viel in Deutschland, auch in Italien unterwegs. Und da gibt es ganz spezielle Regelungen für solche Fahrzeuge dann in Österreich. Interessant. Du bist wahrscheinlich Grenzgänger, nehme ich an, auch, oder? So kann man es auch sagen, ja. Schwierig. Ja, er ist sehr lang. Da eine Besonderheit hierbei ist, also wir werden nicht zu viel verraten, man kann nicht reingucken, das ist vielleicht auch ganz gut, ja, je nachdem, wo du stehst. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, die Scheiben sind verdunkelt. Man soll nicht unbedingt sehen, was drinnen ist, weil manchmal übersteigt der Wert der Fahrräder den Wert des Fahrzeuges. Das ist so, ja. Denn Rotwild, ja, das filme ich ja ein bisschen. Du heißt Danny, richtig? Ja, genau. Warte, ich zeig das mal. Das heißt was hier? Das ist im Prinzip so ein Nickname auch für meine Instagram-Seite, weil ich ein begnadeter Schrauber bin und ja, seit 22 Jahren bei Rotwild bin und hier auch alle Sparten durchgemacht habe, vom Rennteammechaniker, Außendienst und halt Mädchen für alles. Zeig das mal. Also wir haben ja ganz viele Rotwild-Videos schon gemacht. Follow me, Mech, Danix und ich bin mal, also ich habe richtig Ehrfurcht vor dir, weil ich liebe, ich sag mal Qualität, das ist bei euch ein Megathema. Es gibt einige Produkte, die muss man erklären, wie zum Beispiel, warum man jetzt in einen tollen Motor einen 375er Akku reinmacht. Da sagen viele Leute, für das Geld will ich ja einen 750er haben, aber da geht es gar nicht drum. Das werden wir gleich mal zeigen. Was wird uns erwarten? Was für ein Fahrrad ist drin? Es ist ein spezielles Fahrrad drinnen. Es ist zwar ein X57, aber von einer bekannten Persönlichkeit, würde ich mal sagen. Von einer bekannten Persönlichkeit, werden wir gleich mal sehen. Eine Besonderheit, wir sind jetzt gerade hier in Wels, du kommst ja auch aus Wels. Ich zeige euch mal gerade nebeneinander, nehmt euch mal einen Arm, macht das mal gerade, dass wir das mal sehen. Ihr seid fast gleich groß. Fast, ja, ungefähr. Also vom Gewicht her wahrscheinlich ähnlich. Ich bin heute nur ein bisschen gewachsen, drum haben ungefähr die Körpergröße. Aber so der Schwierigkeit, ja. Ja, nein, nicht ganz. So, es ist ja so, dass auch in Wels, das ist eine Stadt rund 70.000 Einwohner, da kennt man ja nicht jeden, oder? Aber ihr kennt euch. Ja, genau. Also unsere Wege haben sich eigentlich schon vor mehreren Jahren irgendwo mal gekreuzt, aus persönlichen Interessen und vor allem auch durch die Messen, die in Wels ja ganz groß sind. Also Messen? Welche Messen? Messen. Wels ist eine Messestadt da in Österreich, einfach auch durch diese zentrale Lage. Und wir haben den Caravan-Salon, wir haben eine Bike-Messe und über dieses Bike-Festival haben wir sie in Wahrheit eigentlich kennengelernt. Und über die Elke, eine gemeinsame Freundin, die das da organisiert. Er sagt, er ist ein begnadeter Schrauber. Ist das ein Problem, mit deiner Körpergröße überhaupt Räder zu finden? Weil habt ihr Rahmengrößen in der Größe? Ja, haben wir auf alle Fälle. Also bis XL ist kein Problem und das funktioniert schon, ja. Du fährst dann 29 Zoll, oder? Vorliebend habe ich 29, ja. So, ich zeige es mal gerade. Ich zeige euch wirklich mal zusammen. Ja, wir machen mal auf, denn du hast eine spezielle Lösung entwickelt. Das hier ist eine lange V-Klasse. Der extra lang, gell? Wie lang ist der? Ich glaube 5,30 Meter, ja. 5,30 Meter, also so lang wie eine große S-Klasse, also das kommt mit dazu. Fahrkomfort, komm, wir gucken mal vorne rein, dass wir mal sehen, wie dein Arbeitsplatz ist. Das Ganze fährt sich praktisch automotiv, so eine V-Klasse? Ich würde sagen, es ist wirklich für einen Van absoluter Luxus, absoluter Komfort und es fährt sich auch wie ein PKW. Assistenzsysteme, funktionieren die? Alles von A bis Z funktioniert tipptopp und ja, in der heutigen Zeit, wo man während dem Fahren auch schon mehr E-Mails beantwortet, hat man das schon einige Male den A gerettet, würde ich mal sagen. Ja, muss sagen, die E-Mails beantwortest du natürlich nur mit Sprachsynthese, du würdest niemals auf dein Handy klicken, natürlich, wie das so ist. Das heißt, er hat einen Spurhalteassistent, aktiver Distronic, er kann die Spur schon selber wechseln? Die Spur kann er noch nicht selber wechseln, aber er gibt da genügend Signale, wenn du irgendwas falsch machst. Das Leder ist gut? Perfekt, ja. Vor allem die Sitzbelüftung ist sehr, sehr wichtig in diesen heißen Tagen.
Ja, dann hast du eine Massagefunktion? Nein, die habe ich nicht. So, liebe Rotwildleute, was macht ihr da? Euren besten Mann im Außendienst ohne Massagesitz. Passive Sicherheit, wie hat er getestet, auch gut, oder? Ja, ich glaube schon. Also wir haben zum Glück das noch nicht erkennen müssen, dass er Airbags hat. Also von dem her gehe ich davon aus, es funktioniert. So, und das heißt, du verbringst viel auf der Straße? Auf alle Fälle, ja. So, und das Wichtigste ist, ihr habt Hightech-Fahrräder dabei. Er kam zu dir, wie kam das? Hast du ihn angerufen und hast gesagt, wir brauchen noch ein bisschen Geld, wir bauen ja irgendwas ein? Nein, da ist einfach auch, der Dani hat die Kompetenzen bei uns im Unternehmen, glaube ich, ganz gut erkannt und hat gesehen, okay, die Kreativität passt, die Güte passt, es passt zu Rotwild. Wir wissen, von was für Marken dass wir da sprechen, Rotwild, Mercedes, das alles muss zusammenpassen. Und da war ich fast geehrt, wie er gesagt hat, er will so ein Projekt mit uns umsetzen. Und im Zuge dessen können wir eigentlich einmal sagen, wie, ja, wenn man genügend Zeit hat, wie gut, dass wir auf einen Kunden eingehen können. Ich bin mal sehr gespannt. Du kannst aber nicht im Auto schlafen. Nein, ich bin sicher nicht der typische Vanlife-Kunde und ich glaube, der David hat bei unserem ersten Kontakt auch ein bisschen gedacht, na, was ist denn das für Kasper? Was will der da von uns? Weil das war sicher ein bisschen anders. Also ich habe eine andere Idee gehabt und bin sehr, sehr froh, dass wir die umsetzen konnten. Aber es ist sicher nicht das klassische Vanlife-Einbau-Kit, wie es ihr normalerweise macht. Aber die sind ja wirklich im Engineering, sind die richtig gut. Mach mal auf, wir werden das Geheimnis lüften. Eine elektrische Klappe, die muss natürlich auch nicht fehlen. Sag mal, Preis von dem, was kostet sowas? 80, 90? Österreich noch viel mehr, weil wir haben ja diese begnadete Nova, die keiner versteht in Europa. Also in Österreich sind wir bei... Doch, die Holländer verstehen das. Die verstehen das, die haben auch so ein blödes System. Ja, wir auch. Die Schweden auch. Okay, die Deutschen nicht. Die sind ein bisschen gesegnet, also liebes Deutschland. Aber ja, bei uns bewegt sich bei über 100.000 Euro in Österreich für die V-Klasse. Krass. So, da ist jetzt ein Rotwild drin, das ist was ganz Besonderes. Wer hat das gefahren damals? Es fährt immer noch der Herr Toto Wolf. Echt? Ja. Nein. Ja. Darf ich es gleich mal berühren mit dem Finger? Natürlich, du darfst sie auch draufsetzen. Fährt es auch, also ja. Das heißt fährt. Also ich zeige es mal gerade, das ist jetzt ein Fahrrad in einem Auto. Jetzt, wenn wir vielleicht mal die Seiten mal aufmachen, mach mal auf. Ist das System bei Mercedes so flexibel, dass du weitere Sitze hast? Ich kann noch zwei weitere Sitze einbauen, also das Schienensystem vorne funktioniert noch, also das wäre kein Problem. Muss natürlich dann je nach Radgröße ein bisschen noch vorschieben, aber das ist der Vorteil vom extra langen. Ist das ein LKW zulassungsmäßig? Nein, es ist PKW-Zulassung. Warum nicht? Die LKW-Zulassung wäre in Österreich natürlich perfekt, weil da sparst du dann wieder die Nova, aber da gibt es dann speziellere Fahrzeuge. Ist aber möglich auch. Wäre möglich. Das heißt, du könntest ein Ladeboard zur Trennwand reinmachen oder so irgendwas. Das könnte man reinmachen. Und hier sieht man, ihr habt etwas ganz Besonderes reingemacht. Das ist, glaube ich, der längste Auszug in einem Vito, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Der fast bis zu 3 Fahrräder, habe ich gehört? Es sind 6 Fahrräder. 6? Ja. Das heißt, du bist unterwegs, du präsentierst das schon mal, du brauchst viele Fahrräder? Ja, entweder beim Event brauche ich natürlich viele Fahrräder, das sind 6 eigentlich Standard. Manchmal kommt sogar der Heckträger noch dazu. Zur Präsentation beim Händler ist das natürlich ideal. Wir werden es gleich sehen, ich kann ein Fahrrad wirklich in Szene setzen, ohne dass ich es rausnehmen muss. Musst du die Pedale abnehmen, wenn du 6 hast? Bei 6 Rädern muss ich die Pedale abnehmen und ich muss den Lenker querstellen, sonst wird das Ganze ein bisschen zu eng und ist also unsicher mit Zerkratzen von der gegenseitig. Von den Fahrrädern. Wir gehen auf die andere Seite. Dann kannst du mir mal erklären, was war denn jetzt die Herausforderung? Das ist ja einfach nur ein Schwerlastauszug. Ja, zum einen, Schwerlastauszug ist nicht gleich Schwerlastauszug. Das heißt, auch da muss man wieder auf diese kompromisslose Qualität setzen. Und dann ist es darum gegangen, dass man da in einem sehr kompakten Maß alles unterbringt, was der Dani an Anforderungen hat. Das heißt, wir haben eine Box gestaltet, die aus Aluminium gefertigt ist, gekantet, geschweißt und pulverbeschichtet. Und wir haben ein 2-Ladensystem umgesetzt, das im Daniel oben erlaubt, die gesamte Plattform zu bewegen und unten erlaubt, seine Werkzeuge in Werkstattmanier zu sortieren. So, wir werden das jetzt mal feiern, denn ich vermute schon Schlimmstes, ja, dass nämlich
ich dir Unrecht getan habe, indem ich gesagt habe, das ist nur ein Schwerlastauszug. Das hier ist quasi etwas, was man in Amerika feiern würde. Die Amerikaner stehen ja so total so auf so Lieferwagen. Du hättest hier jetzt wahrscheinlich einen Pickup, einen Ram mit allem drum und dran, aber der ist schön tief, der hier. Das hat den Vorteil, kriegst du die Räder gut raus. Das auf alle Fälle, aber der Hauptgrund war auch damals durch die E-Bikes, die einfach auch schwerer sind und du immer mit ausgestreckten Armen die Räder einladen musst. Rücken, genau, erlaubt dieses System jetzt, dass ich viel, viel angenehmer beladen kann auch. So, das Ganze ist modular aufgebaut. Du kannst deine Aufnahmen kannst du verstellen. Das hast du doch schon mal gemacht? Ja, habe ich schon, weil die lieben Gabelhersteller Hersteller gerne die Steckachsen einmal von links und dann wieder vor rechts, dann wieder nach links wechseln. Und somit musst du ein bisschen flexibel sein. Und auch unterschiedliche Breiten, egal ob du jetzt ein Fox 32 bis 38 brauchst, dann ein bisschen mehr Spielraum oder weniger. Und du kannst das mit einem 6er Imbus relativ leicht auf diesen Schlitten verstellen. So, jetzt hast du hier eine DT Swiss Tasche. Wo gibt es denn sowas? Gibt es direkt bei DT Swiss, hat den Vorteil, das vordere Laufrad packe ich immer in die Tasche rein. Wenn ich mehrere Räder habe, dient es eigentlich als Stoßschutz von einem Rad zum anderen und sieht sauber aus und auch ein schmutziges Vorderrad fällt dann nicht im Auto rum. Liebe DT Swiss Leute, schickt mir diese Tasche, weil ich habe das gleiche Problem in Grün, das liegt da einfach nur so rum, das Rad. Steckachse, wo ist die? Die Steckachse ist in der Halterung drin, sonst wird es nicht fest. Das war eine blöde Frage. Gell? Eine Suggestivfrage, wollte nur mal gucken, wo sie denn ist. Sag mal, das Rausziehen, ist das schwer? Nein, ist gar nicht schwer. Mach mal. Also erstmal oben bitte. Oder ist das beides zusammen? Nein. Nein. Also oben ist getrennt. Ey, ich feiere euch so sehr. Das ist so gut. Und jetzt kommt es noch besser. Unten drunter, da ist das Werkzeug drin. Das Ganze, habt ihr auch die Boxen da gemacht? In dem Fall hat der Dani einfach auch ein sehr großes Netzwerk an Partnern, die ihm dann diese Boxendeckel in Hochglanzoptik gefertigt haben. Ja, man sieht es, wie detailverliebt das Ganze gemacht ist und es ist auch ich feiere das. Es geht ja darum, dass das Ganze so ist, als hätte Mercedes-Benz das ab Werk geliefert. Sowas kriegst du ja nicht zu kaufen. Das heißt Perfektion im Detail. Ist das Rotwild und ist das Easygoing? Ist eine Kombination. Also ich glaube, der David und ich, wir konnten uns wirklich sehr, sehr gut austauschen. Wir haben uns nach den ersten Treffen eigentlich gut verstanden gleich. Und so kam es halt zu solchen Lösungen dann. Ja. Wer hat das bezahlt? Du selber? Wir haben eine Kooperation gestartet. Sehr schön, das wollte ich hören. Das Coole ist, ich sag mal, sowas kann man nicht kaufen und du kannst es wechseln. Er wechselt praktisch die V-Klassen wie die Unterhose, oder? Ja, sogar, wir kennen uns jetzt noch nicht so lange, aber ich glaube, es ist jetzt schon die dritte oder vierte. Ja, du kannst sie umbauen. Das heißt also, wenn jetzt nicht die, selbst wenn die Aufnahme anders wäre, du würdest was einfallen lassen, oder? Ja, definitiv. Und was man schon sagen muss, auch Mercedes beachtet das, dass das Schienensystem großteils gleich bleibt. Ich glaube, jetzt hat es einmal eine Kleinigkeit, Umstellung. Einmal war seit den letzten Jahren, also mit dem Facelift bei der V-Klasse ist immer gleich und im Prinzip ist er fixiert am Schienensystem für die Sitze. Also es ist eigentlich sehr, sehr flexibel. Wir haben auch mit Langlöcher gearbeitet. Man kann es ein bisschen nach vorschieben, nach hinten schieben. Das Witzige ist, wenn man genau schaut, links und rechts, die V-Klasse ist nämlich gar nicht symmetrisch. Das war eigentlich die große Herausforderung. Ja, wenn du die Innenverkleidung anschaust, auf der linken Seite ist ein bisschen mehr Luft, bei der rechten Seite ist es fast auf Stoß. Weil auf der rechten Seite hat auch die Anhängerkupplung versteckt ist, die abnehmbare. Und das waren so die Kleinigkeiten, was das Projekt ein bisschen schwieriger gemacht hat. So, ich dachte, das wären jetzt Fertigungstoleranzen von 10 cm. Nein, das nicht, natürlich nicht bei Mercedes. Okay. Der wird wo gebaut? Hier in Deutschland? Ich glaube, montiert wird er in Spanien. In Spanien. Ja. So, da wird er ja schon ewig montiert. Ich hatte mal ein Vito. Muss sagen, in den Anfängen war das wirklich nett, aber das ist jetzt ausgewachsen. Sag mal, gibt es irgendwas, wo du nicht so glücklich bist? Irgendwas, eine Kleinigkeit? Ja, es gibt eine Kleinigkeit und die haben es jetzt behoben für die nächste V-Klasse. Das sind die Sitze. Das liegt aber wahrscheinlich an meiner Größe. Aber die Sitzauflagefläche ist sehr kurz. Ach, aber die nächste V-Klasse bekommt eine ausziehbare Sitzfläche. Das freut mich. Und ein Luftfahrwerk kommt auch noch. Ein Luftfahrwerk, ja. Das ist nämlich auch toll. Das heißt Stabilität, Wangenstabilität, das ändert sich dann. Du merkst das nämlich, wenn du jetzt 6 Räder drin hast plus Material,
Es wird dann schon ein bisschen hecklastig, das Ganze. Du hast schon einiges an Gewicht, wobei ich sagen muss, der ganze Ausbau ist aufs Kilo genau so viel wie vier Einzelsitze. Also es ist nicht mehr, aber vielleicht ist die Lastverteilung ein Ticken anders, je nachdem, wie man es hat. Du nimmst ja noch viel Zubehör mit, das heißt, du hast noch Platz für Kisten, also wenn jetzt irgendwelche Akkus, Ladegeräte, oder passen die alle da rein? Akkus, ganz heißes Thema. Akku darf man nicht lose im Auto transportieren, wenn man gewerblich unterwegs ist, ja. Du bist ja nicht gewerblich. Ich meine, mit 6 Rädern und Rotwildaufklebern. Aber mein Akku ist auch im Rad drinnen und du wirst keinen finden, der lose im Auto drinnen schwebt. So, nimm das Rad mal raus. Das wollen wir mal kurz sehen. Dann können wir nämlich ein paar Sachen sehen. Das heißt, du drehst die Steckachse raus. Ganz normal, ja. Ich drehe die Steckachse raus. Hast du einen Spacer drin eigentlich? Oder soll ich mal kurz die Bremse drücken? Nein. War ein Scherz. Und das ist der Vorteil, du nimmst das nämlich schön gestreckt, kannst das rausnehmen, Vorderrad rein und das war's eigentlich. Das war's, das geht. So, dann wir müssen es ja irgendwie abstellen. Also wir werden gleich mal kurz aufs Rad eingehen nochmal, dass wir das sehen. Ist das jetzt ein aktuelles Modell noch, 57 Ultra? Ist noch ein aktuelles Modell, ja. Okay. Mal gleich mal gucken, Toto Wolff steht drauf. Für alle, die ihn nicht kennen, beschreib mal Toto Wolff, wer ist das? Teammanager vom AMG Mercedes Formel 1 Team. Chef vom Lewis Hamilton. So, und der fährt Rotwild? Ja, schon mehrere Jahre. Wir haben uns durch Zufall einmal kennengelernt. Und er ist ein begeisterter E-Bike-Fahrer und es ist immer super, super interessant, mit ihm zu quatschen, wenn wir jeden Sommer dann praktisch die neuen Räder zur Verfügung stellen. Er hat immer ganz viele Ideen, was man da noch ändern kann. Also die Technologie bei der Formel 1 ist doch um einiges weiter vorangeschritten und mittlerweile hat sich eigentlich schon ganz gute Freundschaft entwickelt. So, du darfst dich mal bitte auf die Kante setzen, denn der Aushub, der ist da. Das geht noch? Das geht. Man muss sagen, auf die Fläche verteilt haben wir da über 200 Kilogramm Traglast. Ganz am Ende ist natürlich der Hebel am größten, da hast du ca. 80 Kilogramm. Archimedes, oder? Vermutlich. Der Satz, egal. Achilles. Das ist so, ich sag mal, der hält das aber aus. Das ist so, der Ganze ist, ich nehme an, das könnte ein Leasing-Auto sein, je nachdem, was man hat. Und das heißt, ihr gibt die zurück, dann werden die abgenommen, die Aufkleber und so weiter. Die Kratzerchen werden bewertet. Aber du kannst ja keine Löcher bohren im Boden, oder? Nein, es sind auch keine Löcher gebohrt. Also es ist alles befestigt an den Schienensystemen, das normalerweise für die Sitze zur Verfügung steht. Also kannst du das zurückbauen, wenn du mal in Urlaub fährst? Kannst du ja, ich sag mal, zurückbauen für schnell in Urlaub fahren ist sicher jetzt nicht Sinn der Sache. Ich würde mal sagen, komplett mit Fahrzeugwechsel, genau. Fahrzeugwechsel, das ist kein Problem. Ich sage mal, mit allem drumherum wird es wahrscheinlich eine Stunde dauern. So, dann schieb mal bitte zurück. Dann können wir nämlich mal im Detail mal zeigen. Eine Besonderheit hierbei ist dieser Arretierhebel, dass du eigentlich nur eine Hand brauchst. Es ist ja so lang, das geht trotzdem, oder? Mit einer Hand. In dem Fall ist es so, dass wir uns selbst wieder ein bisschen weiterentwickelt haben. Der Daniel hat da noch ein Rohr. Wir haben da mittlerweile, das wird man jetzt als Upgrade demnächst einmal einbauen, ein Vollrohr, das einfach dementsprechend stabiler ist. Okay, das heißt, geht aber trotzdem. Da wird es jetzt schon knapp, aber man sieht, es funktioniert, wenn man in der Mitte anzieht. Wenn ich jetzt ganz seitlich anziehe, dann haben wir da schon zu viel Spiel. So, aber so wird es dann zum Beispiel. Genau, in der Mitte geht's. Das ist eine Besonderheit. Also ich meine, er kennt es jetzt gar nicht anders, muss man sagen, der Frank. Aber es ist bei den meisten ist links und rechts ein Auslöser. Das heißt, du brauchst hier schon ziemlich breite Arme machen. Normalerweise wäre das eben so. Genau. Und das ist ja blöd. Besonderheit in dem Fall ist halt auch, dass wir den Schwerlastauszug umgedreht montiert haben. So dass der Dani nach oben das Ganze zieht. Das ist mehr oder weniger bei der Montage als Zufall passiert, ist aber im Dani recht und passt gut. Dani, sorry, ich habe Frank gesagt. Ich nehme alles zurück. So, dann mach mal bitte unten auf. Da ist jetzt Werkzeug drin, Feinste vom Feinsten, denn du fährst ja zu Händlern, die Rotwild vertreiben, die das auch meistens nicht deswegen tun, weil sie keine Technik lieben, sondern das hier soll so einen Wow-Effekt auslösen. Tut's das? Es ist auf alle Fälle ein Wow-Effekt. Es hat natürlich den Sinn, dass ich organisiert zum Händler hinfahre, dass ich ihm relativ schnell kleine Teilchen, die er braucht, zur Verfügung stellen kann. Für mich sind unterschiedliche Kisten, das macht das Ganze natürlich flexibel, egal ob ich jetzt auf einem Event bin, ob ich privat mit dem Rad unterwegs bin oder ob wir im Außendienst gerade tätig sind. Ich habe hier eine Box Tools,
Das ist jetzt im Prinzip nur die Werkzeuge, die ich brauche, um das Rad schnell zusammenzubauen, das, was ich transportiere. Da gibt es dann zusätzlich noch eine zweite Lage, dass man den Platz halt optimal nutzt. Sag mal, du kannst das Auto nicht mehr draußen stehen lassen für eine Stunde, unbeaufsichtigt. Naja, es rechnet ja keiner damit, dass das da drunter ist, oder? Nee, ich habe ja ein Auto dabei. Ich glaube, wenn ich die alle übereinander stapeln würde, könnte ich die gerade mitnehmen. Das Werkzeug, was du da hast, darf ich mal kurz schauen? Was ist das für ein Hersteller? Das ist Topic, ist auch ein Partner von uns, die sehr, sehr offen auf unsere Wünsche immer eingehen und das eine oder andere Mal auch kleine Änderungen machen, wenn mir irgendwas nicht recht ist. Und das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Großer Werkzeughersteller. Und es gibt das Werkzeug, gibt es mit den Einsätzen so fix und fertig oder hast du das? Nein, das ist alles in Handarbeit rausgeschnitten. Und das haben die dir so gegeben, oder wie? Wir haben Basiswerkzeug, bekommen wir immer von denen. Und hier in dem Bereich habe ich mir im Prinzip ein Sortiment zusammengesucht, was für mich ideal ist, nur um diese Räder, was hier transportiert werden, wieder zusammenzubauen. Ach gut, er hat sich so ein Sortiment zusammengesucht, was für ihn ideal ist. Dann sind da kleine, flinke Hände zusammengekommen, haben das rausgeschnitten, das Ganze auch noch so in Perfektion rausgeschnitten, dass du nicht siehst, wenn du mal gerade ein Werkzeug hochhebst, das wir mal sehen, wie das runter aussieht. Das ist unvorstellbar. Das heißt, da war keine CNC-Fräse dran, die haben es von Hand gemacht, oder? Nein, das ist ein kleines, feines Messerchen und dann flinke Fingerchen, die das ein bisschen dann rausmachen. So, da hast du, ja, da sieht man es schon hier vorne, zeig mal bitte. Das sind, das ist was? Das sind Beispiele. Das sind Akkuhülsen, also ja. Das sind keine Akkus. Hier können wir im Prinzip zeigen, da ist jetzt in dem Fall unterschiedlich Aluminium und Carbon, weil das ist ja genau gerade das Thema, 57er Akkus sind ja nicht sehr leicht und da kann ich ein bisschen mit Bosch konkurrieren, weil wir eigentlich fast ein Kilo leichter sind, nur beim Akku alleine bei 750 Wattstunden. Muss ich sagen, der 375er Ersatzakku kostet glaube ich 800 €. Das ist aber dem Carbon geschuldet, ja. Denn ich sag mal, es ist Rotwild, ihr baut davon keine 2 Millionen, aber dieses Teil hier, das habt ihr gebaut extra für den Akku und das ist Carbon. Das ist alles Carbon, ja. 375er oder 57er gibt es wahlweise aus Aluminium oder Carbon, 375er gibt es nur aus Carbon. Also das ist super, super aufwendig, aber das ist gerade das Thema heuer. Gewicht wird immer wichtiger bei den E-Bikes, also die Zeiten sind vorbei, ist eher E-Bike, wurscht wie schwer das ist und da legen wir sehr großen Wert drauf, dass das E-Bike auch in einer Gewichtskategorie ist, wo es annehmbar ist. Ja, das Coole ist, du kannst einen zweiten Akku locker mitnehmen im, genau. Und das ist hier nicht nur ein zweiter, du kannst auch einen dritten mitnehmen, wenn du das hast. Ja, das wobei, wenn du dann einen dritten brauchst, dann frage ich mich, ob das Rad die richtige Entscheidung für dich war, weil dann würde ich eher für 57er gehen. So, ja, aber es geht ja nur ums Prinzip, aber aufs Rad gehen wir gleich noch ein. Was ist das für eine schöne Box? Das ist im Prinzip die Spare-Part-Box. Wenn jetzt der Händler sagt, hier, ich habe jetzt schnell ein Problem, kannst du mir aushelfen mit einem Kabel, dann greife ich halt da rein, gib ihm ein Kabel. Und das ist so selbstlos, oder? Der kriegt es eh im Nachhinein dann verrechnet. Also ist aber so, ich meine, wenn du unterwegs bist und zurzeit Ersatzteilsituation ist ja so, du hast also immer die wichtigsten Teile dabei und kannst aushelfen. Eigentlich alles, was er braucht. Das ist, glaube ich, der Vorteil auch Rotwild. Wir sind Hersteller und gleichzeitig der Vertrieb und ich bin auch fix angestellt. Das heißt, wir haben alle Faktoren, die negative Einflüsse haben, haben wir da eigentlich gut im Griff und Herstellervertrieb ist immer der schnellere Weg. So, es kann jeder Rotwildhändler werden. Wahrscheinlich, ich schreibe einen Antrag. Ich habe vorher vielleicht Franchise immer McDonald's, mach Rotwild. Das haben sie zurzeit in der Pandemiezeit sehr viele gedacht. E-Bike, das boomt. Ich werde jetzt mal schnell E-Bike-Händler und dann nehme ich Rotwild. So ist nicht. Also die Händler müssen sehr viel an Schulungsprogramm machen. Die werden auch ausgewählt von uns, was Präsentation betrifft. Und dann entscheiden wir, wie, ob er uns ins Konzept passt. Sehr schön. Ja, der Kai Gimler, das ist ja mein Händler meiner Wahl, muss man sagen. Das ist ein, ich sag mal, ein interessanter Typ. Er ist anders wie andere, passt aber witzigerweise hier ins Portfolio ganz gut rein. Genau solche Leute brauchen wir. Ja, die, total verrückte. Ja, es muss eine Mischung sein. Also es, die Leidenschaft zu Rotwild ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Die Leidenschaft zum Biken und natürlich ein bisschen Business-Gedanke sollte auch dabei sein. Und, das 61 haben wir jetzt vorgeordert bei euch. Das, ja, das ist so. Ihr baut tolle Räder. Ja, Promo, was ist da drin? Promo, schauen wir mal, ich weiß jetzt selber gerade nicht. Da sind, glaube ich, noch ein paar, was übrig geblieben ist von den Ordertagen. Auch ein paar Magura-Infos, da sind ein paar Kugelschreiber-Aufkleber drinnen. Was haben wir hier noch? Wir haben noch einen Charger, Schnellladegerät, normales Ladegerät. Immer das, was man gern vergisst und dann steht man irgendwo auf einem Event und die Räder sind nicht aufgeladen. Was haben wir da noch? Rubber. Rubber, was können die? Rubber ist halt ein bisschen Reifen. Also Reifen. Schläuche. Rubber. Rubber.
Krass. Also nichts Besonderes, aber meistens das, was du irgendwo dann dringend brauchst und nirgendwo kriegst. Mhm. Dann haben wir noch Bike Cares. Auch immer ganz lustig. Ich glaube, ich muss mal eine Kooperation machen hier mit dir. Dann kann ich ja sagen, oh, ich habe da so einen Werkzeuganspruch, ich möchte gerne so und so. Ja. Bikecare, sind die gut hier, Markov? Ja, finde ich perfekt. Die machen da echt einen super coolen Job. Die Mittel sind wirklich, wirklich sehr zum Empfehlen. Und was mir auch gefällt, die haben jetzt wirklich zukunftsorientiert auch viele Wege gefunden, um den Plastikmüll ein bisschen zu reduzieren. Hier ist noch die Vorgängermodelle, aber es gibt mittlerweile die Reiniger auch aus Pulverform mit einem kleinen Kartonbeutel und da kann man das selber dann zusammenmischen, eigentlich so wie bei einer Müsli irgendwie zusammen. Was ist da denn? Das Megamorph? Was kann das? Topic. Ah, da ist eine Luftpumpe drin. Eine Luftpumpe, ja. Okay. Hätte ich ja drauf kommen können. So, dann, gut, das erkläre ich von selbst. Pedale. Ihr baut auch selber Pedale? Nein, das ist immer so ein Thema. Pedale gibt es bei uns in der Firma ja nie, weil im hochwertigen Bereich verkauft man Räder ohne Pedale. Das sagen die Leute immer 10.000 Euro und dann ist kein Pedal dabei. Ja, das ist bei uns auch immer der Running Gag. Das kam schon von Gründerzeiten von Peter Schlitt. Teamfahrer hat nach Pedale nachgefragt und dann hat er sich doch einmal breitschlagen lassen und gesagt, okay, du kriegst jetzt Pedale, aber wenn du über die Expo laufst, will ich, dass du diese Clip-Pedale an den Schuhen dran hast und damit rumläufst. Also das ist so eine komische Situation und Running Gag, aber es ist so, ja. Bist du zur Fahrrad gekommen? Ich bin eigentlich mit dem BMX-Rad aufgewachsen, klingt jetzt zwar komisch mit meiner Größe. Ich guck mal nach. Ja, aber es geht. Im BMX? Ja. Mit 29 Zoll? Oder? Nein, klassisch mit 20 Zoll. Da waren die Räder noch länger als wie die modernen Mountainbikes. Ja. Und ja, mit 10 Jahren. Achso, da warst du noch kleiner, oder? Ja, auch nicht so, auch schon groß. Mit 10 Jahren natürlich kleiner. Und ja, so bin ich im Prinzip in die Fahrradwelt da reingewachsen. Du bist jetzt wie alt? Ich bin jetzt 48. 48, ja. Das heißt, Baujahr will leider nichts sagen, 4, 6, 2, 74. 73. 73. Ja, genau. Das heißt, du hast jetzt Geburtstag. Ich habe dann im Herbst Geburtstag. Okay, wann? 17. Oktober. 17. Oktober. Ja, willst du mir was schenken? Oder? Nee, ich will dir nichts schenken, aber ich denke, dass einige Bike-Fans jetzt überlegen, der Toto ist zwar nett, aber... Toto ist genauso alt. Ja? Der ist genauso alt wie du? Ja, der ist ein 72. Cool. Also das hier ist das, guck mal hier allein optisch, wer hat das denn gemacht, die Deckel? Das hat die Firma MFT auch aus Wels gemacht, der Roman Kuiper, der unterstützt mich immer bei so verrückten Ideen, weil der hat Verständnis dafür, dass das perfekt sein muss und die Originaldeckel, die waren mir ein bisschen zu billig und somit haben wir das auf Hochglanz-Kunststoff dann gemacht. Aber wie gehst du damit um, wenn du jetzt einen neuen Händler hast? Gut, du kennst ja schon alle, die kennen wahrscheinlich auch das Auto, aber einfach rausziehen, so tun, als wäre nichts, oder wie? Ja, das mache ich meistens so, bei dieser Aha-Effekt ist immer ganz gut, dass der Händler dann so momentan schaut. Weil meistens, aber stopp, was ist das? Ja, weil meistens will er ja so ein Kabel haben, weil er gerade irgendein Problem hat und da ist ja der Puls ein bisschen höher und dann machst du die Kiste auf, dann senkt sich der Puls. Mhm. Und er merkt, das Gegenüber hat vielleicht schon auch die Kompetenz, ihm jetzt zu helfen. Du bist so groß, mit dir würde ich mich auch nicht anlegen. Ich gucke mal gerade, Spare Parts, was ist da drin? Spare Parts, glaube ich, sind gerade mal ein paar Ketten, Bremsbeläge, Bremsscheiben. Alles, was man schnell mal braucht, wenn man ein Musterrad schnell für eine Probefahrt hat und da passiert irgendwas, dann kann man da die tauschen. Die 12-Gang-Kassetten, wo sind die denn? Das ist gerade keine da, ja. Da weiß ich, warum du fragst, weil die wahrscheinlich immer Mangelware sind. Immer weg. Und die sind dann auch schön brav zu Hause, die... Die eine. Also, falls sie eingebrochen wird, die Fahrräder bleiben drin, die 12-Gang-Kassetten sind weg. Ja, dann so ungefähr. Mach mal zu, Running Gag. Various? Ich glaube, die ist leer, die haben wir nur aufgehoben für. Ja, für den Schnaps. Okay. Loks? Da gibt es noch eine Box, aber die habe ich selten drin. Das ist, ja. Das ist Last Help und da sind dann Gin Tonic und ein paar Gläser drinnen für die. Und last but not least, Loks? Ja, Schlösser, doch immer wichtig. Boah, die knacke ich dir am Vorbeigehen. Ja. Nein, glaube ich nicht. Nein, also wir haben die Abus-Schlösser schon seit Jahrzehnten. Funktioniert. Ja, da haben wir ein tiefstes Vertrauen und das funktioniert eigentlich. Sehr schön. Also ein ganz toller Auszug. Es gibt keine dritte Ebene, oder? Gibt es auch eine dritte? Nein, eine dritte ist sich dann nicht mehr ausgegangen. So ist das, ja. Also ich finde es phänomenal. Es ist echt gute Werbung für dich. Das Problem ist einfach nur, dass ich nirgendwo deinen Namen lese an dem ganzen Auto. Wir haben hier an der Statement unser Easygoing Logo drinnen und ich denke, das werden wir nur ändern.
Ob das langt? So ist so, aber wir machen ein bisschen Werbung. Ja, wir gucken uns gleich mal die Räder noch kurz an, dass wir das einmal sehen. Das heißt, du arbeitest im Auftrag von Rothwild selber, richtig? Genau, ja. Okay, so, du bist doch kein Handelsvertreter, du bist festangestellt. Ich bin festangestellt seit mittlerweile ja 23 Jahren. Ich habe als Teamfahrer bei Rothwild begonnen. Und, du warst Teamfahrer bei Rothwild? Ja, mit Stefan Herrmann damals zusammen. Okay. Im ersten Jahr, das war 1997. Okay. Und ja, lustige Geschichte, weil wir haben jetzt dann in zwei Wochen unser 25 plus 1 Feier, also 25 Jahre plus ein Jahr, weil letzter ging es ja nicht. Und ja, ich bin eigentlich seit Anfang an dabei, weil wir haben auch im ersten Jahr, wo ich vorher gearbeitet habe, den Rothwild-Vertrieb in Österreich und Deutschland gemacht. Also ich habe auch Rahmen zu Hause mit der Seriennummer 002. Die waren nicht immer aus Carbon, oder? Nein, oh Gott, die Carbon-Welle ist eigentlich, vor 15 Jahren, 14 Jahren entstanden, wo wir im Weltcup schon das erste Mal Carbon eingesetzt haben. Natürlich mit mäßigem Erfolg, aber sehr, sehr viel gelernt haben. Und seit 4 Jahren eigentlich 100% Carbon, aber die ersten Jahre natürlich alles Aluminium. So, kannst du mal einen Gefallen machen, mach mal das Rad bitte rein, dass wir das mal sehen. Dann die Tasche, liebe DT Swiss Leute, German Television heißt der Kanal, diese Tasche hätte ich gern. Ansonsten kaufe ich sie mir. Ich glaube, das sollte kein Problem sein. Ich bin schon seit gefühlt auch, ich weiß nicht wie viele Jahre. So, da ist es drin. XTR natürlich, wie es gehört. Das ist jetzt, ist das schon die stärkste Klasse Ultra? Ultra ist die Top-Klasse, ja. X750 in der Ultra-Ausstattung, komplett XTR, DT Swiss Carbon-Felgen, Kashima-Fahrwerk, also Factory-Fahrwerk, Carbon-Lenker. Der Rahmen ist an einer speziellen HM-Faser, nochmal leichter und steifer. Die Umlenkwippe und Yoke ist aus Carbon. Also alles, was man irgendwie schön teuer machen kann. Und ja, was hier ziemlich billig gemacht ist, ist hier die Lackierung. Hier gibt es Farbunterschiede. Das ist ziemlich schlecht. Ja, oder? Das ist jetzt eine Fangfrage. Das kenne ich. Das ist, manchmal wird das irgendwie erwähnt. Das ist keine billige Machart, sondern das ist eine ehrliche Machart. Dieser Rahmen besteht aus 1064 einzelnen Carbon-Zuschnitten. Und dann sieht man das. Wir verstecken uns nicht, weil wir machen sauberen Carbon und nicht irgendwie Verschönerungs-Carbon-Version, wie man es manchmal sieht. So sieht Carbon handgemacht ehrlich aus. Das ist Sichtcarbon, muss man sagen. Ja. Das, was man sieht, hier vorne ist es lackiert. Die Lackierung ist bei euch immer erhaben, weil das sieht jetzt so schön aus, aber das war ja schon mal im Einsatz. Die können richtig was ab, oder, die Räder? Ja, ja. Wir haben da auch viel gelernt in den letzten Jahren. Vor allem, wenn du Händler hast oder Partner, die im Verleih ihre Arbeit machen oder einen Rothwild-Verleih machen, speziell Bike & Soul Saalbach Hinterglemm ist so ein Fall, der seit 20 Jahren unsere Räder im Verleih hat. Und da lernst du einiges und mittlerweile sind wir wirklich bei so einem Standard, wo du sagen kannst, da kannst du auch schon mal ordentlich drüber ruppeln und das hält wirklich alles aus. Ja, und es ist nicht so leicht mit Carbon. Große, gab ja leichte Startschwierigkeiten, aber muss sagen, alles im Griff. Startschwierigkeiten ja und auch zwischendurch gab es mal große Schwierigkeiten, da kann man ehrlich sein. Also hier zu lügen, das macht keinen Sinn, aber die haben wirklich alles dran gesetzt, das jetzt in den Griff zu bekommen und jetzt funktioniert es zu 100%. Und der Brose Motor ist einfach mit seinem Natural Riding ja, sehr, sehr, also eigentlich perfekt für E-Mountainbike. 45er baut ihr keinen, oder? Nein, haben wir keine S-Pedelecs. Gott, ist so und so. Offen gibt es auch keine, oder? Offiziell natürlich nicht, nein. Gut, das ist für den Rennsport vielleicht. Also das wenn man jetzt mal, das höre ich so ein bisschen raus. Das hier ist so die Sattelstütze-Integration. Ich glaube, da kann der Handel wirklich noch was lernen. Das ist gut gemacht, oder? Ja, natürlich ist auch ein österreichisches Produkt. Ja, das muss man einmal sagen, oder? Wenn wir hier in Österreich sind, du bist in Österreich, also kann man auch ein bisschen bewerben. Gar keinen Stress mehr, das ist alles Europa. Also ihr gehört jetzt alle mit dazu. Ja. Nein, das ist die Firma 8-Pin. Die sind in Enns, also 30 Minuten von hier entfernt. Und die haben da eigentlich eine super, super Lösung gemacht, dass die Sattelstütze oder das Rohr eigentlich in den Rahmen verschwindet. Du musst den Rahmen auch genauso konstruieren. Also du hast eine Fixierung hier unten. Ja. Du hast keine klassische Klemme, wie man es bei normalen Rädern kennt. Und der Rahmen muss auch wirklich von den Winkeln, von der Montage und von der Genauigkeit genau auf diese Sattelstütze abgestimmt sein. Und die Höhe, wie wird die eingestellt? Du hast hier im Prinzip so ein kleines Stellrädchen mit Verschluss und Öffnen. Okay. Und da stellst du das einmal ein und du hast einen Mega-Auszug. Also beim XL hast du 228 mm Auszug. Also vielleicht erklären wir mal Leuten, die nicht wissen, was Rothwild ist. Das ist quasi ein Sportgerät, so kann man sagen. Es ist aber auch Freizeit-Fun-Faktor. Ja, ist es eine Lebenseinstellung? Lebenseinstellung ist auch gut. Ja.
der klassische erste Ausdruck war das deutsche Wettkampfrad. Mhm. Wir kommen eigentlich vom Wettkampf, vom Weltcup, Downhill-Weltcup, Marathon, Cross-Country. Mittlerweile würde ich es als Edelmanufaktur bezeichnen. Wir sind eine kleine Firma, wir sind gerade mal 50 Leute, unter 50 Leute und typisch hessisch. So, hier vorne sieht man, also es gibt viele Details. Die Zulieferindustrie, ihr habt einen tollen Partner, jetzt in dem Fall Fox. Habt ihr Fahrwerke außer Fox eigentlich mal? DT Swiss haben wir auch noch im Programm und Fox auch schon sehr, sehr, sehr lange. Sind wir definitiv überzeugt von den beiden Firmen. DT Swiss im Laufradsektor gibt, glaube ich, nichts Besseres. Fox-Fahrwerk, was haben wir hier noch? Shimano, auch schon Langzeit unser Partner im OE-Bereich und ja, Isertin, wirklich das Feinste vom Feinen. Ja, die haben wir dazugelernt. Jetzt gibt es die Felgen sogar als Hybrid, muss man sagen. Ich fahre noch eine DT Swiss, ich glaube M steht bei mir noch drauf. Das ist jetzt H, oder? Das ist jetzt H, ja. Hybrid hat den Gedanken hinter dem Laufrad, ich habe verstärkte Speichen, ich habe verstärkten Freilauf, weil ich darf nicht vergessen, ich habe 90 Newtonmeter Motor, da muss die Narbe einiges aushalten und die Speichen, und es gibt halt nichts Ärgerliches als ein Speichenbruch, natürlich immer auf der Kassettenseite, im Prinzip ein Centartikel, der aber eine Stunde Arbeit hinter sich zieht und die Tour wahrscheinlich dann auch beenden lässt. Ein Speichenbruch bei DT Swiss ist eigentlich ein Fremdwort, gibt es nicht. So, also ein Sportgerät, mit dem ich also wirklich viel machen kann. Preis ist es allemal wert. Es ist natürlich, wir sind in der Marktwirtschaft, also man muss ja so ein Fahrrad nicht kaufen, muss man auch dazu sagen. Trotzdem könnt ihr gar nicht so viel produzieren, wie der Markt von euch abverlangt, oder? Das stimmt, ja. Also unsere Händler haben letztes Jahr wirklich einiges einbüßen müssen. Also die haben wirklich große Kürzungen bekommen, weil wir diese Nachfrage gar nicht stemmen konnten. Wie gesagt, als kleine Firma, irgendwann ist dann auch einmal Schluss. Dir fehlt die Manpower, dir fehlt das Material. Ist das mit diesem einen Zusatz da, den du da drin hattest, wie hieß das, First Aid Kit, wenn der Händler dich da beliefern würde ordentlich, gäbe es da einen Unterschied? Nein, das wird dann auch nichts bringen, also ich kann es nicht rausschütteln oder rauszaubern. Ich glaube, in den letzten 2 Jahren, ja, das war alles ein bisschen verrückt, das wird sich normalisieren. Und ja, teuer ist immer relativ, wenn du das Ganze siehst und wenn du unsere Räder mal im Detail anschaust, was dieser Arbeitsaufwand beim handgemachten Rahmen betrifft, diese Detailverliebtheit, die Komponenten dazu, wenn du das vergleichst und solche Komponentenauswahl auf andere Marken raufsetzen würdest, wärst du auch in diesem Segment drinnen. Und wir sind ja nicht die teuersten. Hast du reden über Porsche eigentlich? Ist das hier ein Porsche? Also wenn man es mit Automobilen vergleicht? Ja, Porsche, du weißt, der Porsche-Räder machen wir. Die kommen auch aus unserer Manufaktur. Gefilmt, ja. Du hast das gefilmt, genau. Und Porsche haben wir eigentlich das Problem gehabt, die waren viel zu billig. Es klingt jetzt blöd, die haben 10.000 Euro gekostet, aber es ist ein Porsche-Rad, es ist top ausgestattet mit, hast du damals gesehen, die Magura-Bremse, die Kolben im Lenker drin hat, und für 10.000 Euro, so blöd, dass es klingt, war es zu günstig. Ja, es ist so, denn es wird wahrscheinlich noch an Wert gewinnen. Das ist ja so, diese ganze Industrie baut sich ja gerade erst auf. Ja. Also damals, als ich habe mit M1, kann man ja mal ruhig erwähnen, ja, klar, toller Laden, auch ein kleiner Laden, die mit viel Energie da dran sind, die jetzt erst eigentlich die Lorbeeren ernten, muss man ganz klar sagen, viel Entwicklungsarbeit reingesteckt mit allen drum und dran, aber ihr seid ja schon einen Schritt weiter. Das heißt, also ihr habt die Prozesse natürlich gut im Griff. Prozesse, also weil du gesagt hast, kann man erwähnen. Ich finde alle Marken spannend, die es zurzeit gibt. Es hat jeder so seine Kernkompetenz. Es haben manche einen anderen Kundenkreis, den sie ansprechen will. Also ich würde nie über Marke schlecht reden oder sagen, hey, wir sind viel besser als wir, das ist Blödsinn. Also jeder macht einen guten Job. Manche haben vielleicht einen anderen Weg oder ein anderes Ziel. Unser Ziel ist im Prinzip, das perfekte E-Mountainbike zu machen. Wenn ihr sowas braucht, also ihr braucht genau diesen Auszug, ist da jetzt ein Copyright von dir drauf oder dürftest du den jemand anderen auch verkaufen? Nachdem wir ihn konstruiert haben, denk schon, oder? Was wird der ungefähr kosten? Ist der unter 10.000 Euro? Ja, der ist unter 10.000 Euro, aber ja, 5.000 kostet er auch noch nicht, aber so um die 5.000 Euro. Um die 5.000 Euro. Das heißt also hier, lieber Außendienstler, könnte man denn hier statt Rotwild ein anderes Logo reinlegen? Oder ist der immer mit Rotwild an? Na, da geht schon, das können wir gut anpassen. Gut, das habe ich verstanden. So, aber ist natürlich schön. Das heißt aber, jetzt der ambitionierte Biker, derjenige, der, ich sag mal gerne in den Wald fährt, das ist ja nun wirklich mit mehreren Kollegen, die da sind. Ja, gut, jetzt könnten noch 2 Platz nehmen, aber das ist doch genial, was ihr da entwickelt habt, oder?
Ja, ich meine, das ist der Extremfall jetzt mit 6 Rädern. Also wie wir damals auch die Idee geboren haben, haben wir ja gesagt, du, schauen wir uns das einmal an, im Extremfall, was kann man da machen? Aber ich glaube, das Ziel ist beim David auch, dass sie es kombinieren können mit ihren eigenen Ausbauten und das Ganze dann für 2 Räder zu machen. Darum ist auch diese Idee mit 2 Auszügen ganz interessant, weil man kann ja die unterste Lade dann verwenden für ein Helmfach, ein Schuhfach, der Rucksack hat drinnen Platz. Mhm. Und wenn man sich das jetzt vorstellt, so siehst du diese 2 Halterungen oder 3, da wäre genau der Bereich, was übrig bleibt fürs Bett und für den Küchenauszug. Und ich glaube, dass das Thema sicher sehr, sehr interessant wird. Okay, das heißt, du kannst hier mit 4 Leuten fahren oder mit 5 sogar, also je nachdem, wie die Bestuhlung ist. Du kannst hier 5 Räder reinmachen, also das wäre optimal für den Urlaub. Wir gehen mal ganz kurz rüber, wir haben noch ein Bike-Thema. Ja. Ich hätte fast zum Kollegen gesagt, mach mal einen Ständer raus, aber es sind weder Pedale noch Ständer dabei bei dem Preis. Nee, es war ein Scherz. Hier ist eine Lösung, wenn du mal kurz zu mir kommst. Das ist doch jetzt eine Lösung, da muss man sagen, pragmatisch, gut, genauso gelöst. Ja, auf alle Fälle. Ich meine, es ist der erste Weg, da ist, dass das Rad super gesichert ist. Das ist immer ganz, ganz wichtig, weil ein Rad einfach hier reinzustellen und bei der ersten Vollbremsung schaut es durch die Windschutzscheibe durch, ist definitiv der falsche Weg. Hier kann man sehen, mit Spanngurte befestigt, auch im Schienensystem, ist eine schnelle, effektive Lösung. Aber du siehst halt auch mit einem Rad, vielleicht ein zweites Rad, dann wird es dann schon ein bisschen eng. Und darum, diese Möglichkeit, das Vorderrad auszubauen und mit der Haltung zu befestigen, ist definitiv nochmal die sichere und platzsparende Art. Ja, ein Rotwild RE, das ist ganz neu, muss man sagen, neues Konzept. Fahrräder werden immer leichter. Ein Light Enduro, ja genau, RE 375, gibt es aber schon seit letztes Jahr. Neu dazugekommen ist der G375, der Graffiti. Den ich ja gefilmt habe. Ja, den du ja gefilmt hast, ja. Du bist ja mehr informiert als wie ich, also kann man was lernen von dir. Quatsch, nee, Spaß beiseite. Ich bin großer Fan von der Marke. Du willst was sagen? Ja, natürlich sind wir da auch so offen, dass man dementsprechend Steckachshalterung etc. alles auf Originalschienensysteme adaptieren kann. Also nicht nur so wie jetzt, sondern nicht auch... Nicht so wie jetzt, das haben wir halt jetzt relativ schnell auch gemacht, so wie der Dani sagt, schnelle, effektive Lösung. Aber wer jetzt sagt, das mit den Spanngurten ist mir zu viel, der kriegt eine Steckachshalterung, die im Original-Bodenschienensystem Platz findet und dann ist das auch noch um einiges komfortabler. So, wir zeigen das mal gerade. Wir sind bei Easygoing. Ich habe gerade Druck bekommen. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil da warten schon Leute, die extra gekommen sind für einen Dreh. Das hier ist so ein Koch-Lebemodul. Hier kannst du spülen, die Zähne putzen und so weiter. Was ist da drunter eigentlich? Das ist unsere Kitchenbox. Wir haben wieder einen 10 Liter Wassertank eingebaut. Wir haben das Ganze im 60x40er Eurobox-Format. Das heißt, das ist wiederum stapelbar und passt perfekt auf unsere Auszüge und auch auf die Normung unserer Auszüge. So, hier vorne hast du dein Modul. Das Ganze geht da runter. Beispielsweise unseren Kocher herinnen. Und das Ganze lässt sich dann halt auch recht kompakt verstauen. So, hier auch wieder Anforderung war, es muss so gut sein, als ob es ab Werk käme. Ist ja auch ein Mercedes, den wir vorhin sahen? In dem Fall ist es auch ein Mercedes, genau, eine V-Klasse. Wir sehen da jetzt zum ersten Mal im Anschnitt unser Vanlife-Modul Bike, das im Vergleich zum Vanlife-Modul Sport das genaue Gegenteil bietet, nämlich Platz für 2 Personen im Transport, vielleicht einen optionalen dritten Sitz und dann ein Einzel- bzw. Doppelbett, je nachdem wie viel Beladung das ich drinnen habe. So, gib mal Gas, hol das Fahrrad raus, denn wir haben Airline-Schienen, das Ganze geht schnell. Du hast es gemacht, ruckzuck sogar. Also mit 2 Personen geht es natürlich leichter, allein geht es auch. Außendienst ist das eigentlich... Ist es immer schön, wenn man so viel unterwegs ist? Ja, auf alle Fälle, weil es ist immer abwechslungsreich, es ist immer spannend. Du hast Events, du hast Händlerbesuche, du hast Messen, du hast auch Meetings. Also es ist eigentlich keine Woche wie die andere. Na gut, du hast auch Freunde, die dich mal gern wiedersehen wollen, oder? Ja, natürlich, gerade nach der Corona-Zeit. Okay, cool. Aber da muss man auch so ein bisschen für geboren sein, oder? Der ja, ja, glaub schon, ja. So, ich zeig das mal gerade. Die Aufnahmen, die sind auch speziell hier eigentlich, weißt du das? Die hier? Nein, die sind die Original. Das sind die Original-Video. Das sind die Original-Video-Auflagen. So, das Bett kann man nämlich problemlos bauen. Das ist zweigeteilt. Wie geht das? Ja, wir ziehen einfach den Lattenrost. Mach mal. Das wird das mal kurz zeigen. Das geht binnen Sekunden, denn der lässt sich einfach ausziehen. Dann wird das umgeklappt. Warum ist da ein Reißverschluss drauf? Das könnte auch so liegen.
Genau, weil jetzt sind beide Elemente verbunden. So kann ich mir es relativ einfach auflösen und die beiden Elemente voneinander trennen. Ja. So kann ich dann im Endeffekt auch ein L machen, mir dann theoretisch die Schuhe ausziehen, damit ich nichts dreckig mache. Ah, okay, verstehe. Ziehe ich hier raus. Da gibt es eine Bettverlängerung, die sucht der Kollege gerade. Aber dann habe ich eine Liegefläche mit 1,40 x 2 Metern. Ich komme mal gerade zu dir wegen des Lichtes, dass wir das mal sehen. So, da bist du drin. Genau, also 1,40 x 2 Metern wäre hier jetzt die Liegefläche. Wir haben vorne noch Platz für die Kühlbox beispielsweise und auch hier unterm Bett noch einen Schwerlastauszug für Sachen, die man innen verwenden möchte. Was ganz geschickt ist, ist einfach auch der Lebensraum, der sich durch dieses Modul schaffen lässt. Wir haben hier die Möglichkeit, dass wir das reinfahren. Und ich kann hier eher so eine Couch-Situation schaffen. So Lounge meinst du ein bisschen? Genau, so ein bisschen Lounge. Ein bisschen chillen. Okay, passt ja zum Biken. So vielen, die sagen nach der Tour oder so, dass du kommst. Bleib mal genauso liegen. Warte mal, ich hole dich mal von der anderen Seite, dass man mal sieht, wie entspannt du gerade chillst. Die Kollegen sind zwar schon im Dreieck am Laufen, weil wir late sind. Wir sind zu short von der Zeit, aber es geht. Trotzdem müssen wir es zeigen. Ja, wir sind bei Easy Going. Ihr seid eine Stunde von der deutschen Grenze weg. Immer mehr Deutsche kaufen bei euch. War das am Anfang, waren es doch viele Österreicher, oder? Ganz am Anfang. Ja, klar. Wir haben unser Netzwerk regional ausgebreitet. Wir haben regional Messen besucht und so kommt man natürlich auch regional zu seinen Usern. Seitdem wir unseren YouTube-Kanal haben, das hat mit Covid, sage ich mal, angefangen, wo uns die Messen weggebrochen sind, kommen immer mehr Deutsche auf uns zu, weil wir ja irgendwie manchmal vielleicht sogar sympathisch sind. Das ist so. Der Deutsche kriegt da 19% Mehrwertsteuer, spart sogar noch 1%, wenn er nach Deutschland liefern lässt. Genau, das richtig. Ist so. Das und wenn man Laden kauft, 20. Wenn man Laden läuft, 20. So ist das. Fahrzeugen ist immer 19%. So, kommt mal mit, dann zeigen wir mal das nächste Thema. Das ist Easy Going. Hallo und herzlich willkommen. Du wohnst in Österreich, bist aber Deutscher. Genau. So. Ist das erlaubt? Das ist erlaubt, das ist im legalen Bereich. Ja. Der Piefke, der hier rüberkommt, gibt es das noch Piefke, das Wort? Sagt das jemand das, schon mal? In Norddeutschland gibt es das Wort, ja, in Österreich kenne ich das nicht. Gibt es das nicht, so, und das ist so der. Die ganze Geschichte ist eine Riesengeschichte, du hast ja etwas gegönnt, muss man auch fairerweise sagen. Mhm. Das hätte ja nicht sowas sein müssen. Du hast ja einen Campervan gegönnt, ein Volkswagen T6.1. Als Allradversion, genau. Hast du da lange für gespart oder hast du aus der Portokasse? Na, da haben wir lange für gespart, ja. So. Genau. So, und du wohnst ja in der Gegend, muss man sagen, in der Nähe ungefähr? Ungefähr 200 Kilometer weg. Und bist ein bisschen gefahren? Ja. Ich bin ein bisschen gefahren, ja. So. Aber du hast gesagt, die haben mich angerufen, haben gefragt, kannst du mal vorbeikommen mit deinem und mal sagen, dass du zufrieden bist. Du hast doch kein Geld dafür bekommen jetzt für die Aussage. Nein, ich mache gerne, das mache ich gerne für das Team, na. Okay. Ich habe ein Bier bekommen, das war's. Das ist sehr gut. Sehr, sehr gut. Auch, ja. So, und da werden wir gleich ein Video drehen dazu. Name von dem Fahrzeug, wie heißt der? Das ist der Medicus. Der Medicus. So, und hier, du bist einer der zweiten Chefs. Richtig. Du bist 33 Jahre alt. Du hast drei Berufe gelernt. Was hast du alles? Genau, ich habe angefangen mit einer Klempnerlehre. Bei uns nennt man das Installateur, Gaswasserheizung. Dann habe ich eine Ausbildung als technischer Zeichner gemacht und schlussendlich noch Landwirt gelernt. Kühe oder Korn? Korn. Korn. So, sehr schön. Ich zeige das mal gerade hier vorne. Also das Auto würde ich sofort mitnehmen. A, habe ich kein Geld und B, ist er nicht da. So, das sind die zwei Sachen. Und C, würde mich der Vorname nochmal? Frank. Der Frank umbringen. Das ist der Frank. Siehst du, ich habe eben Frank gesagt. Du bist der? Ich bin der Dani und du siehst ja, diese Fahrzeuge sind komplett unterschiedlich, aber jeder hat das perfekte Fahrzeug für seinen Einsatz. Ja, ich finde es geil. Also es ist wirklich so, ist eine Wertanlage. Muss sagen, du kriegst wahrscheinlich in den nächsten 5 Jahren das Geld wieder zurück, oder? Vermutlich, ja. Also es ist echt krass, sobald da ein Camper-Ausbau drin ist, auf einmal erhalten die einen, aber T6 Kult, oder? Ist es ein Kult, das war auch der Plan, ja, dass wir den T6 quasi deswegen haben. Ja. Also ich nehme ihn zurück, kriegst einen T7, okay? Nein. Nein, so, es ist so. Ja, ein bisschen Werbung, Easy Going, komm mal bitte mit.
weil wir müssen das ein bisschen erklären. Er hat aus Copyright-Gründen, es gab nämlich schon eine Spielothek, die so hieß, Spaß beiseite, aber ihr werdet ein bisschen eigensinnig geschrieben. Wir zeigen es nochmal gerade, wenn einer draufgehen will. Genau, EasyGo Inc. mit C am Schluss und einem Punkt für Incorporation. Sehr schön. So, 31 Jahre und das Ganze hat angefangen mit Skateboards. Du würdest auch als einer der wichtigen... Was bist du eigentlich? Bist du Markenpräsenter, kann man das sagen? Was bin ich eigentlich? Ja. Oder Mädchen für alles? Mädchen für alles, ja. Bei der Inventur muss ich auch schon präsent sein im Lager, weil da werde ich dann abgescannt. Dass ich nur hast einen QR-Code? Ich habe einen QR-Code, ja, genau. Schön, ja. Danke euch allen. Kommt nach Welz, W-E-L-S, das ist in Österreich, und ruft am besten vorher an. Man kann sich hier alles angucken. Es werden Selbstausbauer unterstützt. Das ist sowieso eine Frechheit. Ja. Das heißt, die wollen noch nicht mal, dass ihr ein ganzes Auto kauft. Ihr könnt alle Teile, die ihr gesehen habt, auch einzeln kaufen und auch diesen sensationellen Fahrradträger. Ich danke dir recht herzlich. Könnt ihr den jetzt produzieren? Habt ihr so entsprechende Bearbeitung? Maschinen auch oder ist es von Hand? Auszug? Ja. Fertigen wir mal sehr stolz mit unseren regionalen Partnern hier. Dankeschön. Tschüss euch allen. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao.